herzlich willkommen zum Jahresabschluss mit Meister Holger. Nun neigt sich das Jahr langsam dem Ende zu. Ne? Da hat man mal kurz nicht aufgepasst und schon schwupps ist es rum. Das sollte man natürlich auch entsprechend feiernd angehen. Das Jahr mit einem Knall beenden. Das wollen die meisten. Na, aber sie kennen das ja, je mehr man's am Silvesterabend knallen lässt, desto schlimmer knallt einem dann gleich am 1. Januar der Schädel, wenn man ihn aus der Kotzpfütze zieht und sich dann noch Restfragmente von den Knallfröschen aus der Arschritze putzen muss. Für mich ist das eher ein unangenehmer Start in das neue Jahr und das soll doch auch hochspirituell entspannt beginnen. Na. Und genau deshalb habe ich da was für Sie. Na, Sie müssen natürlich nicht auf Ihren Genuss verzichten am Silvesterabend. Darum haben wir Homöopathen da das perfekte Mittel entwickelt. In der Homöopathie, da wissen wir, je stärker wir einen Stoff verdünnen, desto stärker wirkt er auch auf unseren Körper. Das ist ja ein Fakt, ne? Das erzählen ja schließlich immer die ganzen Vertreter der Homöopathen-Lobbys. Und wenn man denen nicht mehr vertrauen kann, wem dann? Na, mit diesen Fakten im Hinterkopf ist die Lösung des problematischen Brummschädels ja eigentlich offensichtlich. Hier habe ich eine handelsübliche Flasche leckeres Bier mit einem Alkoholgehalt von etwa 4,9%. Wenn Ihnen das nun homöopathisch gesehen zu stark sein sollte, gäbe es da ja hier auch den handelsüblichen Schnaps. Viel niedriger verdünnt werden Sie den Alkohol im herkömmlichen Handel vermutlich nicht kriegen. Na, da hat die Pharma-Lobby schon mal wieder ihre Finger im Spiel. Na, weil die natürlich ihr teures Aspirin verkaufen will. Doch jetzt schlagen wir Homöopathiker gnadenlos zurück. Da habe ich hier leckere Alternativen für Sie. Hier einen guten Sacrotan on the Rocks mit einem Alkoholanteil von etwa 70%, also schon weniger stark verdünnt, ne, als der Schnaps. Aber für die Leute, für die das immer noch zu stark ist und das Jahr lieber ganz ruhig ausklingen lassen wollen, denen möchte ich den Long Island Grillfix wirklich wärmstens ans Herz legen. Mit seinen 95% Alkoholgehalt ist er nahezu unverdünnt und kann ihnen homöopathisch betrachtet nichts anhaben. Also greifen Sie zu, bevor die Uhr 12 schlägt, einen guten Rutsch in das neue Jahr und ich weiß nicht, hat sonst noch jemand hier was zu sagen, weil ich wäre jetzt durch soweit. Was jetzt, machen wir jetzt heute noch Dschihad oder was? Hab ich mir extra Thermounterwäsche angezogen für den Scheiß? Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Ja, hallo, meine lieben Freunde. Nun ist das liebe, schöne Weihnachtsfest schon vorbei und das nächste Jahr steht vor der Türe. Ich möchte mich hiermit und damit auch im Namen meiner lieben Kollegin für dieses wunderschöne Jahr bei euch bedanken. Dafür, dass ihr unsere Sendungen so gut geschaut habt und auch den ein oder anderen netten Kommentar verfasst habt. Und für alle die, die das nicht getan haben, das hat der liebe Gott natürlich auch gesehen, wenn ihr da so ein bisschen unfreundlich wart und einfach mal so einen Daumen nach unten, also das, ich wusste gar nicht, dass so etwas geht, so Daumen nach unten, aber ja, hoffentlich habt ihr euch mit euren 30 Silberlingen gut vergnügt, ihr Judas-Verräter. Der liebe Gott hat das gesehen. Und der wird sich auch rächen daran, da bin ich mir ganz sicher, weil das so steht's auch in der Bibel und das stimmt ja immer, was in der Bibel steht, weil es ja in der Bibel steht. Und, ja, jetzt bin ich so in Rage. Ach, so ein Mist. Naja, ich gönne mir jetzt noch einen kleinen Erfrischungscocktail von meinem lieben Kollegen hier und dann gehe ich, glaube ich, auch schon bald schlafen. Ein wunderschönes nächstes Jahr und, alles Gute.